Hallo, ich bin Hiva, 18 Jahre alt und komme aus der Türkei. Ich spiele bei den ersten Frauen von Türkenspor Berlin und in der U19 der türkischen Nationalmannschaft. Ich spiele schon Fußball, seitdem ich laufen kann, habe die Fußballgene quasi von meinem Vater geerbt, habe auch damals im jungen Alter auf der Straße mit den Jungs gespielt gehabt, bei mir auf dem Hof und auch an Schulturnieren teilgenommen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig mit dem Fußball. Meine Mutter war eher ein bisschen dagegen, da es halt nicht so gewohnt war und hat mich dann zum Eiskunstlauf geschickt, damit ich halt Fußball ein bisschen so aus meinem Kopf rauskriege, was nicht der Fall war. Meine Lehrer waren damals in der Grundschule auch dagegen, da sie das Gefühl hatten, dass ich mich nur auf den Fußball konzentriere. Ich mache jetzt mein Abitur und spiele auch weiterhin Fußball. Mit meinen Lehrern und meinen Eltern habe ich somit bewiesen, dass man beides unter einen Hut kriegen kann. Mit der Hilfe meines Onkels konnte ich dann meine Mutter überreden, mich in einem Verein anzumelden. Und ab dem Zeitpunkt wurde ich dann voll unterstützt von meinen Eltern. Ich bin dann von SC Westend zu Hertha Zehlendorf gewechselt. Dort habe ich 5 Jahre gespielt gehabt, bin dann von Zehlendorf zu Viktoria Berlin gewechselt und von dort aus zu Türkenspor Berlin. Mein persönliches Highlight war bis jetzt die Nominierung von der türkischen Nationalmannschaft und konnte dann im Februar mein erstes Länderspiel absolvieren, was für mich die beste Erfahrung war bis jetzt. Ich bin persönlich auch stolz auf mich selbst, da ich mich nicht unterkriegen lassen habe und bin gespannt auf den weiteren Weg. Ich finde die MB Light Campus Aktion eine sehr gute Chance, vor allem für Mädchen im jungen Alter ab 16 Jahren, die sich so zeigen können und auch entdecken lassen können, sowie auch die Jungs, die sich ab 18 Jahren beweisen können. Um auch die Chance zu haben, teilzunehmen, müsst ihr euch einen Philips MB Light Fernseher kaufen. Ihr müsst den Kaufbeleg hochladen, um euch zu registrieren.